Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Und heute sind wir mit unserem lieben David im Restaurant. Denn wir haben das 5-Sterne-Maximum erreicht, wie auch immer wir das geschafft haben. Und ich dachte mir einfach mal, dass Summer ja jetzt arbeiten ist, lassen wir uns vertreten, werden auch der guten Lucy so ein bisschen zeigen, wie das Geschäft einfach abläuft, damit sie das vielleicht früher oder später dann mal übernehmen kann. So, ich bin sehr gespannt, ob wir dieses 5-Sterne-Niveau auch halten können oder ob wir das jetzt auch instant verlieren, sobald, oh, ist ganz schön anstrengend, jetzt länger zu reden irgendwie mit ein bisschen Halsschmerzen, sobald wir halt jetzt mit David hier die Geschäftsleitung übernehmen. Aber ich lasse mich überraschen. Guck mal, erster Eindruck schon mal, 4 Sterne, bam! Das ist natürlich gut, aber der Christian, der leistet auch herrlich wunderbare wunderbare Arbeit. So, dich lobe ich jetzt mal. Und Christian darf ich auch direkt loben, denn er macht einen wahrlich guten Job. Und ich muss ja jetzt auch heute dafür sorgen, dass wirklich jeder zufrieden ist. Und deswegen mit Lucy noch so ein paar Gespräche führen, wie das jetzt so abläuft. Summer hat heute 2520 Simoleons mit nach Hause gebracht. Ich lasse sie jetzt trotzdem nicht kommen, sie soll sich echt ein bisschen entspannen. So, dann kümmere dich mal um dich und du kümmerst dich auch um dich. Ihr kümmert euch am besten alle um euch selbst. Dann mache ich hier heute mal den großen Larry mit David. Heute mache ich den großen Larry. So. Vielleicht hat ja David irgendwie die Möglichkeit, so ein bisschen besser an die Angestellten ranzukommen. Das nenne ich Motivation, meine lieben Freunde. Weil mit Summer versuche ich es halt immer und immer wieder und in der Regel sind sie dann auch zufrieden, aber dann nicht immer vollkommen. Deswegen, vielleicht sind wir ja heute nochmal so ein Stück weit besser. Das wäre natürlich mega flauschig. So. Okay, dann sage ich mal der guten Dame, du kannst dich da hinsetzen. Doch, es ist wirklich wahr. Hinsetzen geht. Oder geht das nicht? Doch, das müsste eigentlich gehen, dass sie sich dort hinsetzen kann. Ich habe ja nichts an der Tischordnung verändert. Aber die sehen alle ein bisschen so wie bestellt und nicht abgeholt aus. Oh Gott, jetzt muss ich sogar meine Ex-Verlobte hier. Peinliches Gespräch incoming. Okay, ich werde einfach vollkommen ignoriert. So David so, ja hallo, es freut mich, dass du in meinem Restaurant heute essen kommst. Ach ja, und liebe Alicia, ich hatte gestern meine Maniküre und die war voll toll. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Warum kommen eigentlich Gäste, die zusammengehören, erst danach dazu? Irgendwie so ein bisschen sehr strange. Ihr könnt euch alle gerne hinsetzen, ne? Kein Stress und so. Irgendwie. So, ich begrüße sie mal. Dich muss ich auch erst begrüßen, bevor ich überhaupt was machen kann. Ihr könnt euch wirklich hinsetzen. Was macht sie denn da? Was hat denn Nina da gerade gemacht? Will ich wissen, was sie da gerade getrieben hat? Nee, eigentlich will ich das echt nicht wissen. So, das erste Gericht ist draußen in der Welt. So, kann ich jetzt hier bei dir was... Wieso kann ich ihm denn nichts empfehlen? Weil er nicht sitzt. Weil er zu anstrengend ist. So, aber das erste Gericht geht doch jetzt raus, oder nicht? Don, hol mal das erste. Ist ja gut, Nina. Oh, heute hat es aber auch, ne? Heute ist alles so ein bisschen anstrengend anscheinend. So, jetzt hier, du bist... Dein Sim wurde... Ja, aber er will doch ein Gericht haben. Setzt euch doch mal hin, ihr Lappen. So, dann werde ich den Don auch mal direkt loben gehen für einen sehr guten Job hier gerade. Forelle Müller. Oh, Nina, heute ist noch nicht zur Spitzenform aufgelaufen. Heute schneidet sie sich verdammt oft, wie man sehen kann, ne? Aber immerhin, ein Gericht geht raus, das nächste kommt direkt, finde ich gut. Und das ist auch wieder für Don. Wow, okay, Don macht heute einen verdammt guten Job, wie man sehen kann. Also eigentlich ist ja Luise die Hauptkellnerin, aber... Der Don, der läuft dir da gerade so ein bisschen den Rang ab, wie man sehen kann. Ulala. Ja, er steht doch direkt vor dir. So schwer ist das doch nicht. Die Wartezeiten sind auch... Ja, mein Essen war ruckzuck da. Das freut mich auch. Ich werde mal fragen, ob hier alles in Ordnung ist.
So, guck mal, da zückt sie direkt die 5-Sterne-Bewertung. Nice one. So, willkommen in meinem Restaurant. Ja, ja, ja. Wir haben das nämlich einfach so dreist, wie wir sind, übernommen von der lieben Sommer. Ich weiß nicht, ich mag das Restaurant-Spiel noch total, weil es mega entspannt ist irgendwie auch teilweise. Man einfach nur so ein bisschen gucken kann, managen kann. Also es fehlen zwar vielleicht ein paar Sachen, dass ich mal zwischendurch auch mit... Ja, wow. Okay, Luise, das war jetzt nicht ganz so gut, muss man sagen. Aber ich versuche sie mal zu motivieren. Okay, vielleicht gibt es da bald mal einen Führungswechsel. Der Don, der ist nämlich gerade eindeutig der bessere Kellner. So, ich glaube, dann muss ich... Ja, ich kann ihre Bestellung... Bewertung gestiegen! Yay! Oh, auf 5 Sterne, oh la la! Das hätte ich ja jetzt noch gar nicht erwartet. Das hatten wir auch noch gar nicht. Ich muss die Luise motivieren und den Don muss ich definitiv befördern. Zu einem Kellner Level 4. Und ich würde super gern ihre Bestellung hier von Bella Grusel priorisieren. Das Problem ist nur, dass ich das nicht machen kann, weil die Dame nicht sitzt. Oh, okay. Heute schon der 2. Fehler. Dann werden wir mal seine Bestellung schnell priorisieren gehen. Oh, ich hoffe, das klappt. Die sind aber heute... Heute lässt es so ein bisschen nach beim Service. Was ist denn los, Mädels und Jungs? Wir haben hier noch Tische, die nicht abgeräumt sind. Sehr gut, da geht er dann. Ich werde dafür sorgen, dass der Koch den Herd hochdreht. Sehr schön. Also ich glaube aber, das heißt nicht wirklich, dass das jetzt das nächste Essen, was sie jetzt zubereitet, für ihn ist, sondern dass sie einfach jetzt das... Oh Gott, nein. Okay, es war kein Restaurantkritiker. Ich hatte gerade schon Angst. So, wer bist du? Warte, ich begrüße dich mal. Also die Bella Grusel, irgendwie scheint sie gar nicht mehr so richtig... Ach, hat sie... Oh, okay, doch. Ha, das ist doch das Essen von der Bella. Hä, das ist ja irgendwie merkwürdig. Die Deko lässt echt zu wünschen übrig. Bitte was? Du beschwerst dich ernsthaft über die Dekoration? Guck mal, wie schön die ist. Guck mal, andere Gäste finden die Dekoration wundervoll. Was ist nur bei dir kaputt? 2 Sterne? Hat die einen Arsch offen? Mädchen, was ist mit dir los? Ich meine, wo sind wir denn hier? Wir sind doch hier nicht... Wir sind hier in einem exquisiten... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, ihr müsst doch abräumen. Was ist denn heute mit euch los? Wieso muss ich das denn alles machen? Also da muss ich, glaube ich, echt gleich mal unsere Kellner kritisieren. Die wirken alle so ein bisschen... Also, seitdem Summer nicht mehr da ist, ist hier irgendwie anscheinend Schluderparty. Jeder macht, was er will. So, ich werde mal hier alle trotzdem noch ein bisschen begrüßen. Oh, 2 Sterne. Die Katrin Neumann, die hat doch echt einen Arsch offen. Die spinnt doch. Die Tante spinnt doch. 2 Sterne, als ob. Ach ja, persönlicher Touch. Jetzt, ihr könnt mich mal gerne mit eurem persönlichen Touch. Ich bucke mich doch nicht vor euch, wenn ihr mich so mega kritisiert. Nina, hör auf mit dem Messer jetzt die ganze Zeit so böse herumzuspielen. Also heute ist echt merkwürdig, ne? Heute sind alle so ein bisschen weird drauf, habe ich das Gefühl. So, also egal was ich mache, der kann ich wahrscheinlich auch sonstigen Honig ums Maul schmieren, das interessiert sie nicht. So, dann gehe ich mal hier schnell überprüfen. Den Don, den werde ich trotz seinem Fehler, trotz alledem befördern. Und dann werde ich da versuchen, so ein kleines Kräftemessen daraus zu machen. Don versus Luise. Oh, jetzt kann er sich endlich seinen geliebten Gartenzwerg kaufen. Das finde ich gut. Nee, Don versus Luise, damit man einfach sieht, welcher von den beiden motivierter ist für den Job. So, hier ist leider immer noch nicht das Essen angekommen. Die werden sich wahrscheinlich gleich über die Wartezeiten beschweren. Und die 2-Sterne-Bewertung wird mich definitiv total herunterreißen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwiefern sie jetzt nochmal Essen bekommt. Irgendwie scheint das so ein bisschen buggy momentan zu sein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß es nicht so wirklich. So, warte mal, ich muss dich mal motivieren, mein Lieber. Was ist denn los, Mensch? Du kannst dich doch nicht so hängen lassen. Mädchen. Luise, komm. Komm, gib alles. Ach, ihr seid doch doof.
So, Hauptsache, sie macht sich schon mal nackig, bevor sie überhaupt in das Klo reingeht. Ah, neu im Lickhaus Burger. Striptease obendrauf zu jedem Essen, das der Kunde bestellt. So, jetzt müsste eigentlich... Oh nein, 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 nein. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz schauen. Irgendwo war das hier. Irgendwo war das hier, dass es... Warte mal, irgendwo ist das hier. Nein. Nee, nee, nee. Wo ist denn das, dass weniger Sachen... Ah, nee, das ist das hier, ne? Ah, ja, während der Abwesenheit, dann sind es schlimme Dinge eigenen herab. Ja, das wäre gut, wenn ich jetzt das so ein bisschen... Ich dachte eigentlich, es gäbe... Ach, Mensch, Jungs und Mädels, ihr seid heute echt nicht so die Fittesten, ne? Irgendwie heute schon 3 Essen verkackt. Ich glaube, ohne Summer läuft der Laden nicht so ganz. Warte, da, stopp, hier, nichts. Na, du hast doch wohl einen Arsch offen, was ist nur mehr? Ey, wieso flirtet ihr denn andauernd mit den Angestellten? Auch unsere gute Summer flirtet andauernd mit Don. Also, wir führen doch keine offene Ehe, David. Da hast du aber eindeutig was verpasst. So, keine Ahnung, warum sie auch immer noch hier sitzt. Er beschwert sich langsam wegen den Wartezeiten ebenso wie er. 110% nach dieser Rede gebe ich 120%. Das ist gut. Hört ihr auf, euch irgendwie zweideutig hier zu unterhalten? So, also Nina, ich weiß nicht, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich weiß auch gar nicht, für wen er das da gerade serviert. Ich werde mal hier auch die Bestellung jetzt wohl priorisieren. Mal sehen, ob das irgendwie nochmal hilft. So, du haust ab, ne? Hoffe ich jetzt mit 5 Sternen gleich. Und ihr wartet halt immer noch. Obwohl ich den Tisch ja schon vor gefühlten Stunden priorisiert habe. Ah, und der Eintopf ist auch nicht mal wirklich gut dieses Mal. Oh, okay. Na, da werden wir auf jeden Fall keine guten Bewertungen heute abstauben. Ja, unsere Summer hat sich so Mühe gegeben, das Ganze zu einem 5-Sterne-Restaurant auszubauen. Und wir versauen es mit einem Abend wieder. Und, ja, aber ganz ehrlich, der unten muss doch buggy sein. Die haben jetzt ihr Essen noch schneller bekommen. So, warte mal, dann werde ich mal gucken, ob ich ihn... Ach, Quatsch, wir stellen uns doch nicht bezaubernd vor. Nein, 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 David, nein. Geh weg von ihm. Geh, lass den Gast in Ruhe. Ah, immerhin noch eine 3 Sterne. Immerhin noch ein bisschen gerettet. Kann ich einige Gäste nicht einfach rausschmeißen? So, er wartet immer noch auf sein Essen. Ich werde trotzdem mal den Tisch überprüfen. Vielleicht sagt er mir ja dann so von wegen, ja, mein Essen ist immer noch nicht da, das kann doch hier nicht wahr sein. Aber hier vorne steht ja auch ein Gericht. Hier stehen sogar 2 Gerichte, die von keinem von beiden abgeholt werden. So, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz meine Pinnwand wieder löschen. Was ist denn? Okay, ein Gericht, ja, sehr schön. Jetzt kommt langsam aber sicher... Na, Luise ist halt irgendwie... Madame ist heute nicht ganz auf der Höhe, habe ich das Gefühl. Also wir bekommen unheimlich viel Geld, keine Frage, aber nein, nicht mehr bezaubernd vorstellen. Ja, also irgendwie... Das wird wahrscheinlich eine Streich... Und wir haben nur noch 4,5 Sterne. Ach du Heilige, okay. Ich kann ja nicht mal gratis Speisen oder so anbieten. Weil er ja noch nicht mal sein Essen hat. Und hier stehen halt 2 Gerichte. Kann mal sich irgendjemand kümmern? Luise, irgendwer. Ja, es freut mich, dass du jetzt mal beim Gast bist, aber... Madame, geh doch. Und du wartest doch... Also irgendwie bin ich verwirrt. Also irgendwie wollen die alle Essen haben. Das Essen ist fertig, aber irgendwie holt's... Nee, heute ist eindeutig das Würmchen drin. Wir werden jetzt ganz schnell schließen, weil das wird mir gerade hier... Nee. Nachher kommen wir noch nach Hause und dann heißt es, ja... Oh Gott, und es ist ja schon 2.14 Uhr. Ich wollte eigentlich eine Gartenparty um 19 Uhr geben. Gott, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Nachher heißt es dann wieder, ja, und alles ist doof und gemein und fies. Okay, ganz schnell nach Hause. Also das war heute der absolut schlechteste Arbeitstag, den wir seit langem mal wieder hatten. Jetzt weiß aber David auch mal, was Summer da für Arbeit vollbringen muss, ne? Wenn wir mal so überlegen, Summer geht halt andauernd arbeiten, nicht nur auf ihre Arbeit, sondern jetzt auch noch wirklich in ihrem eigenen Restaurant. Und jetzt wissen wir auch mal...
Holla, die Waldfee, ist das ein Stress. Das muss ich echt nicht nochmal haben. So. Schauen wir mal, wie wir ihr das jetzt beibringen am ehesten. Hey, dein Restaurant ist in der Bewertung abgestiegen, weil wir nichts gerafft haben. Ich glaube, das nächste Mal werde ich mit Summer, dann würde ich auch mal gucken, wie ich das Summer erkläre, dass ich jetzt den Dom befördert habe, dass ich da so einen Wettstreit draus machen wollte. Ich wette, sie wird sich nicht freuen, aber ist egal. Ich bin trotzdem guter Dinge. Oh, die Musik ist immer wieder entspannt, oder? Immer wieder down to earth. Wenn du einen stressigen Tag hattest, höre Sims-Musik. Oder werd irre dabei. So, okay. Wo ist denn die Family? So, du, meine Süße, eigentlich wolltest du noch konzentriert. Wie wär's denn, wenn du mal nachdenklich duschen gehst? Dann bist du nämlich auch... Ach komm, geh einfach ein bisschen in der Badewanne spielen. Was machst du? Du bist unzufrieden, weil hier dreckig. Ja, dann räum doch dieses ganze Tablett ab, Mensch. Stell dich aber auch an, ne? Räum dann auch nur genau eine einzige Sache ab. So von wegen, ach ja, mehr habe ich nicht schmutzig gemacht. Der Rest gehört jemand anderes. So, und du bist einfach nur kaputt. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, keine lieben Worte mehr. Ja, dann räum das doch auf, Sweetheart. Sweetheart. So, also aus der Gartenparty wurde jetzt erstmal nicht. Aber das machen wir noch. Das machen wir noch. Was machst du da? Achso, oh, du gehst den Müll leeren. Du bist ja ein Schätzchen. Das ist ja echt süß. So, und die kleine Maus, die ist ein bisschen spielen, ne? Blazo! Ich finde das immer süß, wenn die in der Badewanne spielen. Oh. Dass sie Seifenwasser in die Augen bekommen. Das ist natürlich dann eher weniger gut. Aber trotzdem mega niedlich. So. Ansonsten ist ja alles flauschig bei euch, ne? Ich glaube schon. Sieht irgendwie so aus, als wenn alles gut wäre. Ich weiß auch nicht, ob das Popcorn langsam anfängt zu gammeln, aber es sieht irgendwie eher weniger danach aus. Ich finde es gut, dass jetzt unsere Sims gerade so aufräumwütig sind. Irgendwie immer, wenn ich zu Hause bin, heißt es, oh nein, das ist aber nicht schön hier. So, willst du vielleicht dann noch ein Büchlein lesen, meine liebe Dame? Ich glaube, ich werde mit dir sogar noch ein Buch lesen gehen. Wir bilden uns mal jetzt echt weiter. So, meine Pizzicotta-Polka von Elena Buchholz. Das ist für Kinder, das ist blöd. Auf Tauchfühlung mit dem Elfenbein. Nee, das hatten wir bestimmt auch mal. Liebe in den Zeiten der Stulle. Oh. Der kleine Tino und Gina sind verliebt. Doch Gina beugt sich dem Druck und heiratet einen anderen. Der am Boden zerstörte kleine Tino sucht in einer Liebesaffäre mit Stullen aller Formen, Größen und Alter, wer lässt sich denn so eine schwachsinnige Story einfallen? Kann ihre Liebe zu Tino wieder aufleben, vor allem, wo er gar nicht mehr so klein ist und jetzt wahrscheinlich fett, weil er die ganze Zeit Affären mit Stullen hatte? Was zur Hölle? Ich meine, wie bescheuert muss man sein, um sich irgendwie was... Nee, also manchmal echt, denke ich mir auch nur so, Gott, was ist da nur los? So, was machst du? Achso, du trinkst noch einen Schluck. Ein Schluck Wasser, ein leckeres Wasser. Ah, eine Stunde, wenn inspiriert. Wir müssen uns durch irgendwas inspirieren lassen. Können wir uns das angucken? Wir gucken uns mal so inspirierende Arbeiten an oder allgemein Arbeiten. Irgendwelche Bilder oder so. No, du bist aber auch so eine total die liebe Hausfrau, ne? Immer brav. So, mit drei von deinen Kindern befreundet sein. Ja, wir haben halt nur ein Kind. Das ist das Problem. Das werden wir nie... Außer wir bekommen irgendwie noch Kinder, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir noch irgendwoher Kinder bekommen. So, inspiriert dich das? Wenn nicht, machen wir das einfach so, dass Ellie dir eine inspirierende Arbeit malt. So, warte mal, die kokette Arbeit, die packe ich mal da einfach mitten auf die Scheibe. Warte mal, inspirierende, wütendes, verspieltes. Hä? Haben wir gar kein inspirierendes Gemälde? Okay, warte mal. Machen wir einfach mal ein großes impressionistisches Gemälde in der Hoffnung, dass es vielleicht den Damien dann auch so ein bisschen inspirieren wird. Denn nichts scheint hier irgendwie inspirierend zu sein. Können wir uns... Vielleicht, wenn wir uns das angucken. Inspiriert dich das vielleicht? Dieses wunderbare steinige Kunstwerk? Oder das da? Irgendwas muss dich doch hier in diesem Raum inspirieren.
Damien, hallo. Oh ja, es sind Steine. Ja gut, mich würden Steine, um ehrlich zu sein, auch nicht inspirieren, aber da ist ja jeder anders. Aber meine lieben Freunde, ich werde jetzt leider wieder an dieser Stelle einen Cut machen müssen. Ich lese mir dann einfach mal alle eure Kommentare durch, die so in der letzten Woche entstanden sind. Bin sehr gespannt. Wir sehen uns in einer neuen Folge am Donnerstag ganz normal wieder. Und bis dahin werde ich, hoffentlich mein Stimmchen wiederfinden und ein bisschen entspannter wieder reden können. Wir auf jeden Fall sehen uns am Donnerstag wieder. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.